nicht so ein Tamtam wie du. So, dann wollen wir aber natürlich mal gucken. Danke. So. Markomangel. Gut. Würden wir mal hierhin schnell reisen. Und mal gucken. Ich mag es tatsächlich ganz gerne, Nebenquests zu machen. Dann bin ich, ist man besser gegen die, für die Hauptquest gefreit. Und wenn ich mir schon die Deluxe Edition hole, dann möchte ich es auch genießen. Komm her, du Lümmel! Ah, easy. Hier können wir noch was aufheben. Eisenerz und magnetisches Pulver. So, die Alleskönnerin. Wie komme ich denn da am besten hin? Vielleicht sollte ich Vollidiot auch mal den offiziellen Weg gehen. Bin auch manchmal echt ein kleiner Dämmel. Aber ich bin halt tatsächlich, was das angeht, von Skyrim geschädigt. Weil man das halt irgendwie überall machen kann. Da ist auch noch ein Turm auf dem Weg, das ist ganz gut. Würde ich auch sagen. Okay. Volle Blitz gibt's drin. Sehr gut.
Ich hab genug. Alter, der frisst aber gut. Der Fall ist geschwächt für eine große Sache. Ich will nichts sagen, aber wir haben ganz schön aufs Maul gekriegt. Läuft aber gut. Das Schwert, was der Cloud auf dem Rücken hat, ist auch schon geil. Gefällt mir. Weißt du, was geil wäre, wenn es die tiefschwarze Klinge hätte? Das wäre echt cool. Da geht's noch hoch. Immerhin. Der Vogel zeigt mir doch bestimmt irgendwas. Der leuchtet doch nicht umsonst so. Nicht so schnell, du dummer Vogel. Nein. Oder bringt er uns zu der kleinen Quelle in der Höhle? Xenocloud, du bist auf eine Lebensquelle gestoßen. Du solltest hier unbedingt einen Scan durchführen. Indem du aus dem Wissensschatz des Planeten schöpfst, kannst du mehr über diesen Ort erfahren. Wenn du den Ruf der Lebensquellensäule folgst. Das ist doch eine Lebensquelle. Oh. Scan, scan, scan. Nice. Okay. Es gab tatsächlich einige neue Informationen. Ah, das ist auch schön. Des Lebensstroms sowie diese existieren an vielen Orten. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering. Daher sind sie für Shinra nicht von Wert. Aber uns liefern sie unschätzbar wichtige Informationen. Hoffentlich findest du noch viele weitere von ihnen. Es ist so ungewohnt, nur mit zwei Monitoren zu streamen. Das ist echt. Ich muss ja meinen Bildschirmplatz gut einteilen. Noch. Noch. Warte mal. Nee, war schon richtig. Und dann hier lang. Und dann hier weiter, ne? Hoffe ich. Das ist doch Quatsch.
Können wir denn hier hoch? Ich glaube nicht, dass das... Ach. Final Fantasy war mit offenen Welten noch nie so gut. Traurigerweise. Die Wege sind nicht so geil. Oder nicht so offensichtlich. Die Müll über Avalanche verbreitet hat. Hä? Gibt's ja nicht. Cloud? Ist das hier auch dein Gebiet? Hast du die Reparatur der Marco-Leitung übernommen? Na klar. Ich übernehme jeden Job, solange der Preis stimmt. Wie ihr überhaupt an Aufträge kommt, ist mir ein Rätsel. Der Bürgermeister hat eine Nachricht für dich. Du sollst berichten, wie es vorangeht. Ja, also... Angeht. Es geht voran, ja. Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Ja. Du hast keine Ahnung von dem, was du da tust. Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur. Darum stockt es etwas. Wie wär's, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Jetzt sei doch nicht so. Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mach auch alles, was du sagst. Versprochen? Auf dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen. Das hier sind die Teile, die wir benötigen. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Hier in der Nähe gibt es einen Schrottplatz, glaube ich. Da würde ich mit der Suche anfangen. Glaubst du? Supi, ihr schafft das schon. Moment mal, du kommst nicht mit? Ich muss hier noch ein paar Kleinteile suchen, Schrauben und Nägel und so. Die Aris, der ist langweilig. So, Kissen nehme ich mit. Na gut. Hinter uns. Ja, komm. Die 5 Meter hättest du auch selbst gucken können. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit solche scheiß Laufquests mache, durch so unebenes Gelände, wo man nichts... ...großartig überqueren kann, dann ist es auch irgendwie... ...könnte man da was Besseres dann machen. Also, ich habe da jetzt auch keine Lust, da ständig nach Umwegen zu suchen. Ja, die Quelle haben wir schon gehabt. Da lang. Da ist wahrscheinlich auch das kaputte Rohr.
Sag mal, bin ich blöd? Ich habe so viel Geld für die Deluxe Edition hingelegt und jetzt finde ich die Map blöd. So, Bioratte am Spieß. Das erste nicht schlecht. So, jetzt wollen wir mal zurück. Zu der Kleinen. Ja, da muss ich ja außen rum gehen. Weil es aus irgendwelchen Gründen übers Rohr nicht geht. Naja. Ich meine, die Charaktere sind hier knuffig. So große Rohre will ich auch gar nicht verlegen. Ja, dann mach. Lauf nicht so schnell! Hey, gibt aber gut Stoff, die Kleine. Sag mal, dich hat aber nicht zufällig meine Oma geschickt, um mich zurückzuholen, oder? Ständig hat sie mich wie ein kleines Kind behandelt. Da hatte ich irgendwann die Nase voll. Du bist ja noch ein kleines Kind. Oh, komm schon! Du scheiß Drecksköter! Alter Schwede. Ich finde die Gesichter etwas creepy mit dem bewegenden Mund, aber nicht die Augen. Ja, das kann sein. Habe ich doch fast gedacht, dass es dieses Leck ist. Das sah eben aus wie ein Penis. Okay, übernimm du. Los, du. Hab mich. Jetzt. Attacke. Entfall. Hab mich wohl übernommen. Los. Ja.
überlebe das. Ich weiche nicht. Bereit. Überlass das mir. Ich zähl auf dich. Ausgerechnet jetzt. Das wird wehtun. Alles geben. Was hier so aus dem Boden schießt, also echt. Die hat sicher das. Kannst du nicht mehr. Du alles Kenner. Sophie, das wäre geschafft. Die Leitung wie neu, Belohnung wie heu. Die Bildung dieser Union der Alleskönner muss gebührend gefeiert werden. Darauf müssen wir anstoßen. Geht aber auf dich. Schon vergessen. Du sollst dich nicht mehr Alleskönnerin nennen. Wieso das denn? Schadet dir doch nicht. Ich rühre auch die Werbetrommel für dich, okay? Das wäre Rufschädigung. Aufräumarbeit wartet auf dich, du Monopol-Alleskönner. Bist du hier geblieben? Alter, ich krieg ganz schön aufs Maul. Alter, die Statuswirkung halten aber lange. Was ist denn hier los? Was zum? Alter. Das ist doch schwul, ey. Das ist doch scheiße. Verdammt. Da kannst du halt auch nichts machen, ne? Das kannst du hier nicht machen. Musst du mehr Schaden machen. Das ist... Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich... Habe ich keinen Skillbaum. Wenn sie den hier jetzt rausgenommen haben, dann... Achtung! Das übernehme ich. Ja, das habe ich ja die ganze Zeit probiert. Das Problem ist, ich bin ja unendlich gesilenced. Das ist ja das, was scheiße ist. Die Musik im Hintergrund ist ein bisschen laut. Also generell. Wieso das denn? Schadet dir doch nicht. Das wäre Rufschädigung.
Schon bin ich gesilenced. Es ist doch... Ich hasse diese Viecher, was soll das denn? Alter, leck mich doch am Arsch. Die Reparatur ist beendet. Lass uns dem Bürgermeister Bescheid geben. Dieses, dass sie mich halt auch noch stunnen können, ne? Also, das ist ein bisschen extrem. Das war ein bisschen viel. Dass das Silence halt so lang gedauert hat. Das war der Grund, weswegen meine Charaktere kein Feuer auf die machen konnten. Ich brauche auf jeden Fall eine Fernkämpferin. So, Eris. Ich würde tatsächlich ganz gerne gucken, ob die ein bisschen offensiv geht. Jeder normale Angriff von denen. Ja, das ist totaler Quatsch. Das fand ich ein bisschen viel. Ich würde gerne gucken, ob ich irgendwo eine Raststätte erstmal kann, bevor ich jetzt anfange hier. Dieses Bauwerk hält nicht nur Ungeheuer fern, sondern... Da fällt mir ein. Ich habe in der Wildnis außerhalb bewohnt. Und jedes Detail. Herbergsvater Broden scheint es gar nicht gut zu gehen. In letzter Zeit soll er ziemliche Beschwerden haben. Hattest du dich nicht mal in den verguckt? Du hättest doch sein... Oh. Die terroristische Gruppe. Willkommen. Nächtigen Sie in unserer Herberge? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist Quatsch, dass das überhaupt funktioniert. Jeder Angriff von denen hatte ich gesilenced. Das ist Quatsch. Also, ja, es stimmt, aber ich finde diese Funktion scheiße. Oh, da seid ihr ja wieder. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Ihr sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein, hat sie gesagt. Besten Dank, das Marco fließt jetzt wieder in Strömen. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. Ja, ja.
So ein 1000 Sasser ist gefragt, was? 1000 Sasser. Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Die hat es echt faustdick hinter den Ohren. Ach ja, bevor ich's vergesse. Nett wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. Oh, endlich fließt das. So, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Money gemacht. Die verlorene Karte. Stufe offen. Stufe 18. Haben wir gemacht. Wir waren vielleicht nicht bereit genug. Stufe 18 war das. Auch Stufe 18. Bei einer Partie Blut der Königin hat bei mir eine seltene und wertvolle Karte abgenommen. Gibt es jemanden, der mir sie mit zurückbringen kann? Entschuldigt. Wollen wir mal gucken, ob wir es schaffen, darüber zu kommen. Hä? Darf ich auch mal... Ich würde gerne... Wo ist denn der nächste Auftrag? So, Angst um das Vieh. Sprich mit dem Farmer, um mehr zu erfahren. Ja, die Frage ist, wo ist der Farmer? Hier. Olivia. Weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Ja, das wissen wir schon, mein Guter. Etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Der Bursche muss ziemlich gerissen sein. Meine Fallen hat er bislang alle umgangen. Und der Jäger, den ich auf ihn angesetzt habe, war bisher auch erfolglos. Mir liegen die Grasland und ihre wunderschöne Natur am Herzen. Sie müssen geschützt werden. Von Shinra halte ich daher herzlich wenig. Und es gibt andere Leute, die so ähnlich denken. Über die bin ich auf Broden und Avalanche gestoßen. Ist nicht viel, aber ein bisschen was kann ich beitragen. Nobel, nobel. Natürlich helfen wir dir, mein Guter. Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ah! Du süßer kleiner Fratz, komm doch mal her. Aufgerecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Gucken wir mal. Thank you.
So, 13. Kannst du was schnüffeln? Hier also. Aber das ist doch kein Hund. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Hm. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Okay, die greifen. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Was hat er denn gewittert? Über die Brücke, ja, das habe ich mir doch gleich vorstellen können. Ich passe auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Mach das. Das sagt er doch nur, damit er nicht zugibt, dass er verkackt hat. Dieses Vieh ist wirklich groß. Es wird groß sein. Da. Ja, ein Grimwolf. Er könnte dem Justin gefallen mit der großen weißen Mähne. Auf Nummer sich. Immun, hat keine Schwäche. Yeah.
Au. Kein Problem. Ja, klar, natürlich. Jetzt bin ich aber sauer. Ja, aber drei. Was ist das denn? Der macht ja einen massiven Schaden. Ja, ich will keine Synthese machen. Ich will meine Charaktere mal leveln. Waffenmodifikation. Ich will keine Waffen modifizieren. Ich möchte einfach nur verdammt nochmal... Schön, dass das nicht geht. Das ist weird. Mich kriegt keiner unter. Es hagelt. Diese Attacke ist einfach zu viel. Kann ich beschützen. Nein, kann ich nicht. Hab ich nicht. Ich verstehe es nicht, warum es hier bei diesem Spiel, bei jedem Final Fantasy VII, es ist völlig normal, dass du deinen Charakter aufwerten kannst. Irgendwie hier nicht. Ich verstehe es nicht, warum sie sich dafür abentschieden haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Beziehungen, New Game Plus Max Level erklärt.
großes Problem mit Final Fantasy VII. Weird. Ich kann da nur Zauber irgendwas, irgendwas mit Zauber machen. Verstehe ich nicht. Wir sind Stufe 19, wir sind nicht unterlevelt. Hallo, ich will eine Modifikation. Hauptsache Minispiele. Ausrüstung festlegen. Ja, das war's. Verbundenheit mit Charakteren, so steigere ich meine Gruppenstufe. Was zum Geier haben diese pädophilen Kacklappen von China-Fickern sich mal wieder dafür Müll ausgedacht? Was ein Rotz. Jedes fucking Spiel braucht ein System. Braucht doch was, um dich vorzubereiten. Ein Skillsystem oder so. Nö, wir machen das dafür aus. Alter Schwede, ey. Square Enix, was ist denn los? Chatley, nein. Zauberfiebel. Da muss ich geradeaus über die Brücke. Was zum schwachmaten Himmel, ey. Und die Zauberfibel wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Kann doch nicht sein. König Kaktor ist schon vergriffen. Ah, Sie sind's. Fernkampf Klinge mit Barrett. Ja, ich würde nicht einfach nur neue Skills lernen, ihr Idioten. Hä? Ich will meine Werte erhöhen und nicht so ein Rotz.
Ich muss... Boah, wie... Das ist ja dumm. Das ist so ver... Nee. Ich habe noch nie so ein verwirrendes System gesehen. Da blickt doch kein Schwanz durch. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ja, ich kann auch nicht. Nee, also ich finde das höchst unpraktisch. Also da haben sie sich ein Eigentor geschossen, in meinen Augen.